Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Swing im zweiten Part. Und wir sind noch nicht gestorben. Das finde ich schon mal wichtig hervorzuheben. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell wieder hier in den alten Tritt von kommt. Also, dass ich hier so gut wieder reinfinde, das Spiel. Wollen wir mal so ausdrücken. Dieses Teil verbombt oder vernichtet wieder alle Kugeln von der gleichen Farbe. Und ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn ich die gelben immer eben ausradiere, oder? Oder die grauen. Die grauen wäre auch gut. Ich hau die grauen mal weg. Obwohl, gelb ist hier oben. Nee, ich hau die gelben weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sehr geil. Und ach, die Sterne auch weg. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Aber wir bekommen direkt einen neuen Stern, wie ich sehe. Und wir haben jetzt pinke Kugeln. Ach, ist das nicht schön. Bäh, ich hasse pink. Pink ist wirklich eine der Farben, die ich auf den Tod nicht ab kann. So. Ich möchte da oben das Ding haben, aber ich habe Angst. Obwohl, warte mal. Ich kann es direkt vernichten, ne? Ja. Gut. War alles richtig, was ich gemacht habe. Hier war wieder ein Stern. Den packen wir mal da unten mit hin. Die roten ruhig übereinander. So. Und der Joker tut das Übrige. Sehr gut. Oh, oh. Oh, 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 oh. Da müssen wir aufpassen. Den schmeißen wir ruhig mal dahin. Und Lila kann daneben. Haben wir noch einen Lila? Da ist noch ein Lila, ne? Den schnappen wir uns und machen das weg. Da habt ihr es gesehen. Der einzig hohe Turm hier. Und da fliegt das Herz drauf. Genau das ist nämlich die große Gefahr bei diesen scheiß Herzen. Wir müssen aufpassen hier. Oh, wir müssen irgendwie aufpassen. Ja, wir müssen den Turm da. Darf ich den da raufschmeißen? Das darf ich noch. Naja. Gut. Ja, ja, ich weiß. Du willst da keine mehr drauf haben. Ja, Pink können wir wegnehmen. Das ist nicht das Problem. Den können wir da theoretisch auch hinschmeißen. Oder passiert nichts? Nö, passiert nichts. Ja, das Blöde ist, ich brauche die hellblaue, die eigentlich hier jetzt kommt, aber da kann ich ja nichts mehr hinschmeißen. Was bist du denn für einer hier? Da müssen wir mal eben nachgucken, das weiß ich nicht mehr genau. Wir gucken das mal nach in unserem Menü. Mal einen kurzen Schluck trinken hier. Das ist das Teil. Der Tint oder Tint. Der Tint färbt alle Kugeln einer Waagschale in den Typ der obersten Kugel. Achso, okay, ah. Oh, schöner kalter Energy Drink. Herrlich. Oh, schön. Heißt das, sie verwandeln sich dann alle hier in Herzen? Das ist aber doof. Ja, wo ist das jetzt sinnvoll? Das ist ja eigentlich nirgends so richtig sinnvoll, ne? Ja, soll ich das versuchen, die alle in Herzen... Ne, das bringt mir ja nichts, wenn ich die in Herzen verwandle. Ich könnte die hier alle in Grau verwandeln, aber das bringt mir auch nicht viel. Ich mach's aber einfach mal. Okay, habe ich gemacht. So, ja, es ist gerade schwierig. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Pink, natürlich wieder pink. Lila. Oh, das ist aber ganz, ganz blöde Situation gerade, muss ich sagen. Aber ich habe gerade eine Idee. Hier können wir jetzt ein tiefer schon mal. Immerhin, das ist gut. Das ist schon mal viel wert. Jetzt könnte ich natürlich hier einen draufschmeißen und den hier benutzen. Okay. War nicht verkehrt, sag ich mal. Lila, lila. Hier sind drei blaue, die ich nutzen kann. Eins. Darf ich da einen draufschmeißen? Immer gucken, ja. Passt. Da wäre eine Bombe zu holen. Oh, ich hatte schon Panik gekriegt. Ich schmeiß den jetzt da drauf und jetzt mache ich... Ich will die Sterne eigentlich nicht kaputt machen, aber... komm weg. Ist egal. Ich will es hier tiefer haben. So. So. Oh, es fliegt was. Oh, noch ein Herz natürlich. Der macht wieder alle... Ich könnte alle Herzen wegkillen. Wie wäre das denn mal? Machen wir auch. So, jetzt haben wir nämlich keine mehr von diesen nervigen Herzen hier rumliegen. Das finde ich sehr gut. Ich bin jetzt gerade eigentlich zu angespannt, um irgendwie eine Zuschauerfrage zu beantworten, wenn ich ehrlich bin. Deswegen zögere ich das gerade noch ein bisschen raus. Weil ich glaube, wir sind dem ersten Game Over nicht mehr allzu fern. Aber wer weiß. Bisher schlage ich mich erstaunlich. Gut. Uppala, da kam was hoch. Noch eine neue Farbe. Ja, super. Noch, ja. Ja, bomb mich ruhig zu mit ekligen Farben.
den können wir dahin packen. Ich sehe gerade was. Den brauchen wir. Drei. Dann ist wieder einer weg. Sehr schön. Oh, grau geht auch. Das läuft ja gerade. So. Diese komische Farbe hier könnten wir noch nutzen, da über mir gerade. Oh, jetzt wird's aber kritisch. Scheiße, was machen wir jetzt? Darf ich da was draufschmeißen? Das ist ein Gewicht von 12. Den darf ich da nicht draufschmeißen. 4 dürfte ich da draufschmeißen, ne? Ja. So, der macht alle einer Sorte kaputt. Was können wir denn mal kaputt machen? Pink hilft uns nicht viel weiter, ne? Nee. Diese dunkelgraue vielleicht. Oder lila. Lila wäre gut, dann ist der auch... Ja. Lila wäre gut, so. Und jetzt könnte ich diesen Turm löschen. Will ich das? Ja. Oh, das war knapp. So. Ich habe langsam keine Ahnung mehr, wo ich noch was hinschmeißen soll. Das ist alles sowieso nur noch richtig Glück gerade hier. Pink ist gut. Hätte ich auch nicht gesagt, dass ich das mal sagen würde. So, ist diese hässliche neue Farbe. Packen wir ruhig übereinander und das bomben wir mal hier. Hier bomben wir das weg. Das ist gut. So ist da... Ah, hätte ich da noch ein dunkelgrün, wäre das gut. Machen wir es mal so. Joker wäre auch nicht verkehrt. Lila. Oh, das ist aber alles wieder Scheiß hier. Komm, wir machen das mal so. Und da auch noch einen hin. Das sieht doch gut aus. Hervorragend. Okay. So. Ist... Darf ich da einen hinschmeißen, ohne dass mir das passiert? Ja, das passt. Gut. Oh, da ist wieder ein neues Objekt. Das ist gut. Die können wir immer gebrauchen. Das sieht auch gut aus. Genau. Den hat man. Ach, der macht alle in einer. Alle unter sich macht er praktisch bunt. Ja, ist es auch nicht wirklich sinnvoll. Was. Doch, nee. Wenn wir die alle blau machen, wenn wir die, ne, die grau machen vielleicht. Bringt auch nichts. Die alle blau machen. Ne. Die. Es bringt uns nichts. Es bringt uns nichts. Obwohl wir die hier vielleicht blau machen. Auch keinen Sinn. Ach so, natürlich, die schrumpft da ja auch zusammen. Das habe ich mir gar nicht mehr bedacht, richtig. So habe ich das ja gar nicht gesehen. Wieder ein Stern, der uns nichts bringt. Was mache ich denn jetzt? Ich kann das momentan nur hier reinschmeißen. Oh, die hätten wir jetzt da gebrauchen können, sehe ich gerade. Warte mal. An die müsste ich ran. Darf ich das da rausschmeißen? Ja, darf ich. Ist aber ein Risiko. Egal, ich mach's. Hab eh nicht mehr viel zu verlieren. Jetzt könnte ich ja die alle in Grau machen und dann sind die weg. Ja, komm. Inklusive Stern. Oh, was soll's. Wir haben einen neuen Stern. Yay. So sieht das ganz gut aus. Oh, da muss man aufpassen. Da tut sich gleich was. Das sieht auch ganz gut aus eigentlich. Da darf ich draufschmeißen. Okay, den zum Verschmelzen. Wieso gehen die nicht zusammen? Das sind doch 5 gelbe. Alter, bin ich jetzt total farbenblind? Das sind doch 5 gelbe, oder nicht? Oder ist jetzt eine andere Farbe? Ohne Scheiß, ist da jetzt eine andere Farbe zwischen? Echt? Das kann ich nicht erkennen. Sollte da jetzt... Die beiden mittleren, die 8 und die 16, sind das andere Gelbtöne als die anderen? Oh, das wäre jetzt aber echt fies. Ich glaube, das ist fast so. Ich glaube, die sind dunkler. Aber das ist mies. Das hat mir jetzt, glaube ich, ganz schön was gekostet. Warte mal. Oh, Mann. Das sieht noch einigermaßen machbar aus. An den da oben müsste ich ran. Darf ich da noch einen? Ja, muss ich ja. Oh, 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 oh. Das ist gut. Na, ah, jetzt bräuchte ich den, der über mir ist. Scheiße. Oh, wir sind bald am Ende. Ja, dann fliegt er. Das darf ich nicht machen. Ich muss hier einen zum Beschweren erstmal draufpacken.
damit ich da einen draufpacken kann. Sonst wäre die Waage übergekippt. Oh oh, wir sind gleich am Ende, Leute. Ja, ich kann mir den Joker holen, aber was bringt mir das? Ja doch, ich könnte hier noch einen Dreier erzeugen. Okay. Da sind schon 6 gelb übereinander und irgendeiner davon muss anders sein. Scheiße. An den komme ich noch ran. Verdammt. Verdammt! Aber gut, jetzt habt ihr gesehen, wie man Game Over geht. Die Hall of Fame. Ja, immerhin. Wir haben jetzt schon mal eine Runde gespielt. Und wir sind auf Platz 1. Wer hätte das gedacht? Okay, jetzt habt ihr gesehen, was passiert. Wir machen jetzt einfach mal eine neue Runde. Ja. Okay, das ist also Swing. Oder müssen wir eigentlich speichern? Nee, ich glaube, das speichert automatisch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls, wir machen einfach direkt ein neues Spiel. Alex ist richtig, das lassen wir so. Und ich erzähle euch jetzt mal kurz was zu meinem Vorhaben auf diesem Kanal. Nämlich, ich mosere ja schon länger herum, dass mein Rechner so schlecht ist, falls ihr das mitbekommen habt. Also wahrscheinlich in Gastauftritten oder Interviews. Ich habe auch schon Interview gehabt bei der lieben Jolina und überall, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich schon öfter darüber gemosert, dass mein Rechner nicht so doll ist und dass ich deswegen halt auch manchmal ein bisschen ja angenervt bin, was das Rendern angeht, dass das länger dauert, das Hochladen, alles Mögliche halt. Und dass ich technische Schwierigkeiten habe, um mal normale PC-Spiele aufzunehmen. Das könnte demnächst vorbei sein, denn ich plane aktuell, mir einen neuen Rechner anzuschaffen. Das heißt, was heißt ich plane? Ich habe ja auch schon einen ausgesucht. Es gibt schon einen Rechner, den ich haben will. Und der wird auch die Tage dann bestellt werden, wenn ich das alles finanziell geregelt bekomme. Das kostet natürlich auch ein bisschen was. Aber der hält dann auch erstmal für ein paar Jahre. Also das ist ein ziemlich guter, sag ich mal. Und ich habe gedacht, jetzt holst du ja einmal mal einen vernünftigen Rechner und dann brauchst du ja erstmal dich nicht mehr drum scheren. Das ist so der Plan, der dahinter steckt. Soweit, so gut. Wenn ich den dann habe, bekomme ich auch noch eine neue Grabber-Software, die ich mir hole. Also ich bleibe bei meinem Programm, mit dem ich hier aufnehme. Ich werde auch weiterhin mit Grabber aufnehmen, hauptsächlich, weil ich werde mich auf Konsolenspiele weiterhin spezialisieren, weil die liegen mir halt am meisten am Herzen. PC-Spiele kenne ich mich nicht so gut aus und es gibt da Ausnahmen und es werden auch demnächst ein paar PC-Spiele kommen, wenn ich das dann alles so weit hinkriege. Keine Frage. Könnt ihr euch auch drauf freuen. Ich habe da einige Schmuckstücke im Auge. Hoho. Aber, in erster Linie halt Konsolenspiele, also brauche ich eine schöne Grabber-Software. Und ich habe ja, ich kann es ruhig mal sagen, ich benutze hier den Cyberlink Power Director, so nennt er sich, diese Software halt. Und da habe ich eine ziemlich alte Version, das ist Version 7. Und diejenigen, die damit anfangen können, die wissen, da gibt es schon mittlerweile weit, weit neuere Modelle. Ich glaube 12 ist aktuell das neueste oder vielleicht gibt es auch schon 13, ich weiß das nicht genau. Jedenfalls hole ich mir eine Version, die viel, viel neuer ist. Natürlich auch ein bisschen was kostet, aber ich hoffe, dass ich damit dann auch die Möglichkeit habe, etwas größeren Bildschirm beim Aufnehmen zu haben. Habt ihr vielleicht bei dem Let's Play von Crash Team Racing gesehen? Genau, da war der Dave ja zu Gast und der hat dann hier so ein bisschen rumgefilmt und da konntet ihr unter Umständen auch sehen, ja, wie das hier bei mir aussieht, wenn ich aufnehme und was ich für ein kleines Aufnahmefenster eigentlich habe. Ich habe ungefähr ein Viertel meines PC-Bildschirms, auf dem ich erkenne, ja, was ihr praktisch auf dem ganzen Bildschirm seht, so ungefähr. Und das ist natürlich ein bisschen nervig. Und deswegen habe ich gedacht, holst du dir etwas neuere Software? Vielleicht gibt es da ja dann die Möglichkeit, auch mal Vollbildmodus aufzunehmen, was für mich dann eine angenehmere Sache ist. Das hat dann auf euch keine Auswirkung, aber für mich ist es angenehmer. Und da ich mittlerweile echt ja nur zum Zocken komme durch Let's Plays, es ist fast so, weil, ja, ich sag mal so, die Let's-Play-Tätigkeit hier nimmt schon einen großen Teil meiner Freizeit in Anspruch. Ist so. Und da ich nicht zusätzlich auch noch groß zum Zocken komme, weil wenn ich zocke, dann mache ich halt mit euch Let's-Plays. Und deswegen spiele ich halt auch immer ganz gerne das oder Let's-Play das, was mir am meisten Spaß macht. Kann man dann ja auch verstehen. Deswegen wollte ich mir das Let's-Play halt ein bisschen angenehmer machen und versuche das irgendwie ein bisschen vom Bildformat her größer hinzubekommen. Wie gesagt, hat für euch keine Auswirkung, aber für mich ist es halt dann angenehmer. Das dazu.